So Leute, ich bin schon wieder mit einer neuen Technikübung und zwar wird es heute ein bisschen anspruchsvoller. Ich stelle euch heute die anspruchsvollste Übung vor, die ich euch bis jetzt gezeigt habe oder die ich euch zeigen werde. Und zwar geht es heute um die Übung Delphine Canadian. Vielleicht gibt es Leute, die kennen die Übung schon, vielleicht auch unter einem anderen Namen. Da lässt sich vielleicht jeder Coach was anderes einfallen. Ich erkläre euch jetzt die Übung kurz an Land und dann mache ich es euch zwei Bahnen lang vor. Die Übung vereint natürlich jetzt verschiedene Aspekte miteinander. Zum einen ist es eine sehr koordinativ anspruchsvolle Übung, zum anderen schult es auch gleichzeitig die Rotation, Bewegungsabläufe, die Kombination von Lagen. Und was mache ich jetzt genau? Im Prinzip ist es jetzt so, dass ich immer mit einem Armzug doppelt ziehe. Und zwar macht immer ein Armzug zuerst einen Kraularmzug, dann einen Rückenarmzug, dann wieder der andere einen Kraularmzug und einen Rückenarmzug. Dann kommt hier wieder ein Kraularmzug und ein Rückenarmzug. Ihr seht schon, ich rotiere hier in dem Fall ständig mit um die Längsachse. Was machen meine Beine jetzt? In den Beinen soll man einen gleichzeitigen Delfin-Beinschlag machen. Bei den meisten sind es jetzt wahrscheinlich auf einen Vierer-Armzug sind das drei Delfin-Kicks oder von der einen Seite auf die andere Seite drei Delfin-Kicks. Schaut einfach mal bei mir zu, wie ich das Ganze kombiniere und versucht das nachzumachen. Das ist eine richtig geile Übung. Wie gesagt, es schult die Rotation, es ist koordinativ extrem anspruchsvoll und es ist eine Kombination zwischen Kraulrücken und Delfinschwimmen. Schaut zu und ich versuche es richtig vorzumachen. So, ich weiß nicht, ob ihr bei mir mitgezählt habt. Es waren jetzt immer von der einen Seite auf die andere Seite waren es drei Delfin-Kicks. Schaut einfach, wichtig ist, dass es eben ein pausenloser, gleichmäßiger Delfin-Beinschlag wird. Genauso in den Armen. Dadurch, dass ihr immer einen Kraul- und einen Rückenarmzug kombiniert und um die Längsachse rotiert, habt ihr eigentlich einen pausenlosen Abdruck. Achtet auch auf die technischen Knotenpunkte, Zugphase, Druckphase. Und ganz wichtig, habe ich vorhin vergessen zu sagen, bei dieser Übung haben wir immer an einer Stelle eine Diagonalspannung, was auch ganz wichtig fürs Kraul und fürs Rückenschwimmen ist. In der Position, wo man eben um die Längsachse rotiert, zack, hat man hier einen kurzen Zeitpunkt der Diagonalspannung. Wichtig, schaut es an, wie ich es gemacht habe und macht es nach oder macht es besser. Bis bald, euer Dominik, gebt mir einen Daumen hoch, ciao, ciao.